Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich ganz herzlich zum Engel-Orakel für den 21. Juni 2020. Schön, dass du wieder einschaltest und dabei bist, um zu erfahren, was die Engel dir Schönes mitzuteilen haben. Heute begleitet uns Erzengel Uriel. Uriel ist der Engel der Ideen, der Geistesblitze, des Hellwissens. Und er sagt mit dieser Karte aus meinem Kraft der Engel-Orakel, das Wissen ist in dir. Vertraue den Botschaften deiner Seele, sagt er, und deiner eigenen Intuition. Setze die Botschaften, die du in deinem Inneren hörst, voller Leichtigkeit um und vertraue, wie gesagt, deinen Eingebungen. Denn die kommen von den höheren Energien des Himmels. Sie sollen dich in deinem Leben weiterbringen, auf ganz praktische und schöne Art und Weise, und sollen dich voranbringen. Das ist wichtig. Aus dem Engel Tarot habe ich den Eremit gezogen und Erzengel Raziel. Der Eremit sagt, dass es heute einfach eine Zeit, seiner Zeit ist, Stille zu genießen. Verbringe mal Zeit mit dir alleine in Stille. Meditation in Selbsterkenntnis. Das ergänzt sich natürlich wieder ideal, wie du siehst. Das Wissen ist in dir, sagt Erzengel Uriel. Und gleichzeitig sagt diese Karte, dass du zu Selbsterkenntnis gelangen sollst. Stille, Meditation. Dort wirst du dein inneres Wissen natürlich wieder ins Bewusstsein bringen. Dein tiefes, unbewusstes, vergrabenes Wissen kann dann wieder nach oben kommen, kann dann nach vorne kommen, wenn du einfach mal mit dir alleine bist. Und denke immer daran, allein sein heißt nicht einsam sein, sondern das heißt einfach mal die Stille genießen. Dann wirst du auch glückliche Nachrichten bekommen, sagt Erzengel Gabriel. Denn er sagt, deine Gebete sind beantwortet worden, beziehungsweise werden beantwortet, aber vielleicht hast du noch nicht richtig hingehört oder nicht richtig zugehört. Nicht immer so einfach, ne? Das wissen wir alle. Aber es ist wichtig, zuzuhören, zu lauschen, was das Göttliche dir sagen möchte, welche Antworten auf deine Gebete zu dir kommen. Und am besten kannst du den Antworten lauschen, wenn du in der Ruhe und still bist. Das hilft dir auch, deiner inneren Autorität wieder zu vertrauen. Interessante Ergänzung wieder mit dem Erzengel Raphael Orakel, ne? Dass du deinem Inneren, deinem Herzen, deinem Gefühl, deiner Intuition wieder Vertrauen schenkst, damit du einfach unbeschwerter durchs Leben gehen kannst und damit auch zu einer besseren Gesundheit gelangen kannst. Dafür wollen wir jetzt beten. Wie du weißt, wenn du die beiden Gebete für den heutigen Tag unterstützen möchtest, dreimal Amen, 777 in die Kommentare. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, danke, dass ihr mich unterstützt, während ich mir meine Kraft zurückhole und auf meine Intuition, Wünsche und Gefühle höre. Erzengel Michael schickt dir die Karte, deine Kinder werden von den Engeln beschützt. Egal, ob du jetzt Kinder hast oder es geht um dein inneres Kind, das spielt hier keine Rolle. Oder vielleicht hast du Haustiere, die wie Kinder für dich sind oder eigene Kinder. Du sollst einfach wissen, dass deine Kinder heute wohlbehütet und beschützt sind und du einfach mal die Sorgen loslassen kannst. Was dir vielleicht auch wieder hilft, mehr in die Stille und in die Ruhe zu kommen. Wir übergeben deine Kinder mit dem Gebet für den heutigen Tag einfach mal ihren Schutzengeln, den göttlichen Energien und vertrauen darauf, dass sie dann gut beschützt sind. Liebe Schutzengel meiner Kinder, den Geborenen wie den Ungeborenen, ich danke euch, dass ihr über meine Kinder wacht und für ihr Glück und ihre Sicherheit sorgt. Bitte führt mich, damit ich weiß, wie ich die beste Mutter oder der beste Vater und ein Vorbild für meine eigenen Kinder und die Kinder anderer Eltern sein kann. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir wieder einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich und erlasse seine Engel über deinen Weg wachen und ihn erleuchten. Licht und Liebe. Bis morgen. Udo Wolfmann. Tschüss.